Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Aber diesmal nicht, weil irgendein Mod, sagen wir mal, Probleme gemacht hätte. Nö, nö, das ist es gar nicht. Dieses Mal, weil wir diese Staffel beenden werden. Und zwar nicht einfach so. Normalerweise ist es so, Spiele laufen, Spiele kommen, Spiele gehen, neue Spiele kommen, neue Spiele gehen. Das ist der natürliche Lauf eines Let's Plays, das irgendwann mal ein Ende finden wird. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jetzt kommt die große Überraschung des Ganzen. Ich war drauf und dran, City Skylines komplett zu beenden und was Neues auszuprobieren. Es stehen Dutzende neue Spiele in den Startlöchern, die nur darauf warten, gespielt zu werden, doch einfach aufgrund des Zeitmangels nicht möglich sind. Jetzt hatte ich vorgehabt, hey, beendest du City Skylines, guckst du mal rein und startest mal ein neues Projektchen, was schon in der Pipeline hängt. Tja, habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn dann kamen die Entwickler und haben gesagt, hey Zwerg, wie wär's denn? Hättest du nicht Lust, den neuen Mass Transit DLC, der for free ist im Übrigen, hättest du nicht mal Bock, den zu spielen? Da habe ich gesagt, hey, also ja, schon, gerne. Und so ist es jetzt auch. Allerdings hat der eine NDA, das heißt eine Veröffentlichungssperre bis zu einem gewissen Tag. Das bedeutet, ich darf nicht, ich glaube vor Dienstag, die nächste Folge veröffentlichen. Das ist jetzt der große Spin, den ich euch mitgeben möchte, denn ich darf jetzt momentan, ich will an der alten Stadt nicht weiterbauen, aus dem Grund, dass da laufen unheimlich viele Mods. Wenn ich jetzt den neuen DLC starte, werden die nicht alle funktionieren. Das bedeutet, ich werde alle rausnehmen, und zwar alle erstmal, bis da diverse Patches und Updates von den Moddern kommen, die dann den DLC wieder spielbar machen. Soweit, so gut. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir unsere alte Karte vorübergehend erstmal nicht weiterspielen können, beziehungsweise jetzt erstmal dauerhaft nicht weiterspielen können. Und dann heißt das für uns gleichzeitig auch, dass wir erstmal schauen müssen, wie die Mods funktionieren, wie die reagieren. Heißt auch, in der neuen Staffel mit dem Mass Transit DLC werden wir vermutlich dann erstmal ohne Mods spielen. Aber das wird sich dann auch relativ schnell ändern. Wie gesagt, der Plan ist jetzt der, erstmal herzugehen und zu sagen, okay, warten wir drauf, bis der Release ist. Ich habe schon eine Vorabversion bekommen, die darf ich euch nur noch nicht zeigen. Das ist halt einfach so, so funktioniert das mit den NDAs halt einfach. Das heißt, ich habe es, ich kann es testen, aber ich darf es noch nicht zeigen. Jetzt kann ich aber auch aufnehmen, aber wie gesagt, die Modder wissen davon alle noch nichts. Ja, die haben den wahrscheinlich noch nicht, selber noch nicht gesehen, das heißt, es funktioniert noch nichts. Okay. Das heißt, ich kann jetzt ohne Mods aufnehmen oder ich warte bis dann zum Stichtag und fange dann erst aufnehmen an, in der Hoffnung, dass dann vielleicht die Hälfte der Mods funktioniert. Habe ich Bauchschmerzen mit, meine Lieben. Ich hätte Bock, in der nächsten Staffel mit dem Mass Transit dann auch wieder mal in die Richtung Schnee zu gehen. Das bedeutet, eine Schneekarte zu starten mit dem DLC und dann auch mal direkt da wieder reinzukommen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Könnte ich mir so vorstellen. Für diejenigen, die von euch da ziemlich Bock drauf haben, ja, die müssen sich halt jetzt ein paar Tage gedulden. Vielleicht auch ein paar Stunden. Ich weiß es jetzt nicht, wann ihr das Video guckt. Vielleicht ist auch die nächste Staffel schon draußen. Das wäre noch schöner für euch zumindest. Wie dem auch sei, es wird ganz bald wieder weitergehen. Neue Staffel, neue Playlist, alles in neu, alles in hübsch. Nur ein bisschen leicht verändert. Dann wieder Schnee. Wir machen dann vielleicht mal so ein bisschen Alpengegend. Ich weiß es noch nicht. Ich werde dann nochmal gucken, ob ich da schöne Snowfall-Maps bekomme, die dann auch ein bisschen alpin werden könnten. Weiß ich noch nicht. Im Hintergrund seht ihr es im Übrigen auch schon schön. Zumindest so leicht angeteasert. Da gibt es einige schöne Karten, die man nochmal spielen könnte, wo man so ein kleines Bergdorf oder sowas einrichten kann. Tourismus vielleicht. Ja, sowas in die Richtung habe ich mir da vorgestellt. Gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall mega spannend. Wie gesagt, auch dann mit Heizungsleitungen und so weiter, mit Räumfahrzeugen müssen wir dann arbeiten. Dann kommen auch die Naturkatastrophen dazu. Also auch da sehe ich noch ganz, ganz viele große Neuerungen. Ja, soweit meine kurze Stellungnahme dazu. Das bedeutet für euch unter anderem auch jetzt, wie gesagt, einfach kurz ein bisschen die Augen zukneifen,
mal schnell die anderen Projekte durchchecken und dann sehen wir uns vermutlich, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, der 17. war es um 17 Uhr. Da kommt natürlich auch dann gleich die erste Folge. Soweit, so shiny, würde ich sagen. Also, jetzt will ich es auch gar nicht länger machen. Ja, mir fällt auch nichts ein. Also, wir freuen uns auf die nächste Folge, nächste Staffel, neues Projekt. Und diese Staffel hat jetzt erstmal ein Ende. Und wir freuen uns einfach auf die neuen DLC. So, okay. Genug gelabert, genug gesabbelt, ihr wisst alle Bescheid. Es werden viele da sein, die sagen, oh, schade um die Stadt, das wäre jetzt voll cool gewesen, die nochmal richtig böse dick aufzubauen. Ja, aber wir haben auch viele Fehler gemacht. Wir werden die nächsten Folgen vermutlich... Ja, ich denke mal vermutlich Stunden über Stunden nur umbauen müssen, um sie gangbar zu machen. Naja, da freue ich mich jetzt einfach auf den neuen DLC. Da können wir vielleicht noch ein bisschen anders starten. Also, bis denn. Möchte es gerne ausziehen. Also, gehabt euch wohl. Euer Zwerg. Auf Zwerg, Jupp. Tschüss.